Holdings International ist heute unser Thema bei Echtgeld TV. Unser Thema, das heißt, Christian Virühl ist dabei. Mein Name ist Tobias Kramer. Wir sagen Hallo aus Berlin und legen gleich los. Ja, machen kein Vorgeplänkel. Ja, nee. Eigentlich hatten wir geplant, über Fußball zu sprechen. Das werden wir aus naheliegenden Gründen, da wir 2 Tage diese Sendung nach dem glorreichen Ausscheiden der deutschen Bank, der deutschen Mannschaft, diese Sendung machen, werden wir das nicht weiter vertiefen, sondern wir gehen direkt rein in ein anderes Thema, was ähnlich langweilig ist wie das Spiel der deutschen Mannschaft, nämlich, dass ich immer zu Anfang unserer Sendung den Notar spielen muss. Genau. Tust du mir vorher vielleicht noch einen Gefallen und blendest uns da das ein, was die Zuschauer zu Hause sehen? Das wäre hervorragend. Und jetzt gebe ich wieder weiter an den Notar von Echtgeld TV. Kein Doktor, aber an Christian Virühl. Ja, wichtig, unsere beiden Standardhinweise. Urheberrechtlich sind die Materialien, die wir euch hier zeigen, geschützt. Das heißt, ihr könnt sie teilen, ihr könnt sie gerne mit euren Freunden diskutieren, ihr könnt sie im Social Web veröffentlichen, ihr könnt sie zitieren, aber zitieren heißt, man macht einen entsprechenden Hinweis und schnipselt nicht das Logo ab oder nennt sich einfach selbst plötzlich Echtgeld TV und gibt sich dafür aus. Soll auch vorkommen, dass Leute sowas tun. Dann ganz wichtig auch, denn heute wieder ein paar Inspirationen für euer Portfolio. Das ist es aber auch. Wir machen hier keine Tipps, wir machen hier keine Empfehlungen, wir machen kein Ich mach euch reich TV, sondern es sind Meinungen, es sind Investmentideen, die wir sorgfältig recherchiert haben, die wir teilweise schon mit eigenem Geld umgesetzt haben, vielleicht im Rahmen dieser Sendung noch in ein paar anderen Aktien umsetzen werden, als wir das bislang schon getan haben. Aber ihr müsst selbst euch eine Meinung bilden und entsprechend handeln. Wir haften nicht dafür und ihr haftet auch nicht, wenn wir basierend auf eurer Entscheidung Verlust machen mit dem, was wir am Ende fürs Comdirect-Depot heute ordern. So, und haftbar machen ist eben auch ein Thema. Wir wollen ja regelmäßig eure Meinung hören bei den Abfragen in der Aktie des Monats und beim Thema des Monats. Aber wir wollen eure Meinung auch hören, wenn es darum geht, was ist denn aus eurer Sicht eine Aktie, die unbedingt mal in die Aktie des Monats rein sollte. Und wenn ihr da eine Idee habt und in der Oktobersendung zu Gast sein wollt und obendrein auch noch die Original Omaha 2018-Entchen gewinnen wollt. Sie sind wollt, immer noch da, sie sind immer noch original verpackt. Ja, sie sind in Sicherheit vor deinem Sohn. Der hat eigene, die sind schon in der Badewanne erprobt worden und sie schwimmen wirklich. Das ist übrigens häufig das Problem bei diesen Gummientchen. Wir haben da mal Feldversuche gemacht, wir haben ungefähr 45 von diesen Dingern. Die meisten fallen um. Irgendwann. Und die halten sich. Also okay. Ordentliche Qualität. Also auch da Qualität. Ansonsten ist zu sagen, 3000 Zeichen ist so die Messlatte, die wir euch nach oben hin geben. Da solltet ihr im Wesentlichen in der Lage sein, das auszudrücken, was an der Aktie, die ihr hier dabei haben wollt, toll ist. Dann kriegt ihr die üblichen 10 Minuten auch eingeräumt. Und auf der Website von Echtgeld TV findet ihr unter Aktion auch noch mehr zu den Teilnahmebedingungen. So, und wie das dann abgeht, ne? Also wenn ihr das vorstellt, da gibt es ja eine schöne Blaupause. Jonathan Neuschlott hat ja die Bayer-Aktie vorgestellt, ja, und hat großartig diese Aktie verteidigt. Es gibt ein paar kritische Fragen. Tollen Vortrag. Wenn ihr die Sendung noch nicht gesehen habt, die aktuelle Aktie des Monats Juni unbedingt im Archiv anschauen. Dazu neben Bayer gibt es auch noch die Deutsche Post und Disney. Genau. Außerdem, wie immer mit dabei, wie immer der Broker, wo wir unsere Orders dann auch in den Echtgelddepots umsetzen. Die kommen direkt. Der wohl meist ausgezeichnete Broker in Deutschland, wie Christian dann immer auch sagt, nicht nur Broker, sondern auch Anbieter von Girokonten und der gesamten Banking-Maschinerie, die man so braucht. Also schaut euch das Angebot da an. Wichtig, in dem Moment, wenn ihr noch kein Comdirect-Konto habt, bis zum 13.07. wird das besonders honoriert. Also dann nochmal ein bisschen auf die Tube drücken und den Link unter dem Video oder in der Präsentation klicken.
Und ja, so viel zur Einführung. Und wir legen los mit dem Thema Holdings international. Nachdem wir Holdings national schon gemacht haben, jetzt also der Blick in die große, weite Welt hinaus. Und wenn wir über Holdings reden, dann sind wir nicht so weit von den Enten, sondern wir müssen im Grunde genommen bei dem Vorbild, dem optischen Vorbild dieser Enten anfangen, bei Warren Buffett. Ja, nennen wir es aber nicht mal Holding, sondern sprechen wir einfach über Beteiligungsgesellschaften, Firmen, die wie Warren Buffett, Berkshire Hathaway, bisweilen natürlich auch ein operatives Geschäft haben, die aber vor allen Dingen da mit ihrem Geld agieren, Firmen kaufen, Firmen verkaufen, manchmal auch auf jeden Fall Firmen im Portfolio halten, cool bleiben, Dividenden kassieren und genau davon leben. Also Portfolios mal nicht in der Struktur des Fonds oder des ETFs, sondern Portfolios in Form einer Aktie verbrieft, wo der Charme liegt, das haben wir auch schon in der Sendung Holding National geklärt, nämlich die sind unabhängig von Mittelflüssen, denn sie haben wirklich eigenes Geld und wenn es runtergeht und sie haben noch was übrig, haben also ein Polster gelassen, da Polster ist ein Stichwort auch für Warren Buffett, dann können sie natürlich zuschlagen, während ein klassischer Fondsmanager bei einem offenen Fonds immer das Risiko hat, dass ausgerechnet dann, wenn er in einer Krise vielleicht gerade kaufen würde, er verkaufen muss, weil seine Anleger das Geld zurückhaben. Über dieses Thema haben wir mit Roger Peters bei So geht das, Stockpicking, ausführlich gesprochen. Jetzt geht's aber ums Thema des Monats, um Berkshire Hathaway. Ja, und wir haben es gerade schon gesagt, das Polster. Das ist ein Riesenthema bei Berkshire Hathaway, weil da wird sich nicht nur beteiligt, da ist auch verdammt viel Geld noch auf der Seite. Genau, wir sehen's. Wenn ihr die Gelegenheit habt, auf das Echtgeldporträt zu schauen, bei der Marktkapitalisierung stehen da 464 Milliarden US-Dollar und der Enterprise Value, der gibt dann schon so ein bisschen an, dass da irgendwas sein muss, was darauf einen Einfluss hat, dass er nämlich nur bei 254 Milliarden ist, also nur in Anführungsstrichen natürlich, denn Warren Buffett und Charlie Munger schieben hier eine 116 Milliarden Cash-Position vor sich her, was vor dem Hintergrund erstaunlich ist, dass Warren Buffett in Interviews des Öfteren sagt, dass er die Aktienmärkte für sehr günstig oder für nicht sehr günstig, aber für günstig bewertet hält, wo man sich dann schon fragt, naja, wenn es so ist, dann versteht man diese hohe Liquiditätsposition eigentlich nicht so richtig. Er kauft zwar inzwischen regelmäßig auch bei der Apple weiterhin dazu, aber 116 Milliarden entsprechen eben auch 25% der aktuellen Marktkapitalisierung, was ein extrem beeindruckender Wert ist, wie wir gleich noch an einer Grafik herausarbeiten werden, denn wir schauen uns bei Vergleichsgrafiken ja immer auch an, wie sich die Aktie im Vergleich zu einem Vergleichsindex entwickelt. Und wenn man dann überlegt, dass Warren Buffett immer auch eine sehr ordentliche Liquiditätsposition hat, er pflegt ja den Satz, mit 20 Milliarden auf dem Konto schlafe ich besser. Würde ich übrigens auch sagen. Würde wahrscheinlich jeder von uns unterschreiben, wobei wir es nicht wissen. Ja. Er weiß es. Genau. Er hat ja auch auf der Hauptversammlung, das war ein sehr lustiger Moment, weil dann wirklich aus 40.000 Mündern gelacht wurde. Es kam dann irgendwann der Hinweis nach dem Motto, 100 Milliarden ist eine Menge Geld. Und dann hat Warren Buffett gesagt, ja, 100 Milliarden ist eigentlich eine Menge Geld. Dachte ich auch mal. Also er ist an diese Summen eben auch schon einfach gewohnt. Es reicht nicht, um Apple komplett zu kaufen. Ja, wir müssen auf eine Sache heute hinweisen. Bei unseren gesamten Porträts zieht sich das so ein bisschen durch, dass sie nicht so aussagekräftig sind wie sonst, weil es bei den Beteiligungsgesellschaften vor allen Dingen um das geht, was wir uns jetzt hier ganz kurz bei der Berkshire angucken können, was nämlich Beteiligungspositionen sind, also auf der Videoseite und ein Screenshot im Live-Shot sieht ihr die Live-Aufnahme aus dem Bloomberg Terminal. Da sind die wichtigsten Positionen von Warren Buffetts Berkshire Hathaway in
börsennotierten Wertpapieren mal zusammengefasst. Das sind aktuell 53. Dafür, dass es ein Milliardenportfolio ist, ist das sehr fokussiert, sehr konzentriert. Ja, Apple ist immer noch der größte Brocken. Ja, 44 Milliarden Kurswert stecken allein da drin. Spannend ist auch, wenn ihr euch die Prozentzahlen Percent Out anschaut, da seht ihr, dass es eine ganze Reihe von Firmen gibt, bei denen Warren Buffett so zwischen 3 und 10% hat. Das sind natürlich nur die börsennotierten. Dazu kommt bei Buffett natürlich auch der große Bereich von Firmen, die er einfach mal komplett gekauft hat. See's Candy. See's Candies waren die ersten. Er hatte ja auch mal die Kraft Foods von der Börse genommen, gemeinsam mit Holger Lehmann. Inzwischen sind sie wieder börsennotiert, also das macht er auch. Und was hier nicht drin steckt als Asset, ist die Geldmaschine, nämlich das gesamte Geschäft mit Erstversicherern und Rückversicherung. Das ist das, was dafür sorgt, dass ständig neues Geld da ist, das Buffett dann anlegen muss oder eben auf die Seite legen. Und da ist immer wichtig, das kommt daher, weil Versicherungsprämien am Anfang eines Jahres bezahlt werden. Also auch bei eurer Autoversicherung ist es so, dass ihr am Anfang des Jahres in der Regel eure Versicherung oder am Beginn der Versicherung die Prämie bezahlt und dann, wenn es glatt läuft, gar nichts aus ihren Anspruch nehmen müsst, weil nämlich alles heile geblieben ist. Und in dem Fall ist es eben so, dass eine Versicherung am Anfang eines Geschäftsjahres Geld einnimmt und wenn es so vom Zahlungsausgang her normal läuft, im Grunde genommen zum Ende des Jahres erst den Großteil abzüglich der eigenen Kosten ausgegeben hat, was aber im Mittel bedeutet, dass 50% der Prämieneinnahmen, die ja jeden Monat im Grunde genommen in irgendeiner Form vorfällig in Rechnung gestellt werden, auf dem Konto zur Verfügung stellen und damit schiebt man eine sehr, sehr hohe Liquiditätsposition vor sich her, die insbesondere in Zeiten, in denen es Zinsen gab, die Älteren erinnern sich, spannend ist. Ja, momentan gibt es halt nicht diesen Druck zu investieren, weil Anleihen sind nicht sonderlich interessant. Er kann sich das Geld auch einfach dort als Munition für die nächste Krise lassen. Das ist das, was er macht. Er kauft immer mal ein bisschen nach. Man sieht das bei USG Corp hat er zuletzt mal wieder nachgekauft. Das sind kleinere Portfolio-Adjustierungen. Über die großen Neukäufe berichten ja sowieso die Medien. Das muss ja nach amerikanischen Börsenregeln sowieso quartalsweise gefeilt, sprich offengelegt werden. Das heißt, diese Informationen, was Buffett gerade im Portfolio hat, die könnt ihr euch auch immer besorgen. Aber wir wollen ja nicht nur über Buffett reden, deshalb ganz kurz nochmal der Blick auf die langfristige Wertentwicklung. Buffett hat ja sehr früh angefangen. Ein Großteil dieses riesigen Abstands zu den Indizes basiert natürlich auch auf den 60er und 70er Jahren, wo das ganze Unternehmen noch kleiner war, er noch viel mehr Chancen wahrnehmen konnte. Jetzt muss er immer gleich mit der Elefantenbüchse schießen, damit sich das lohnt. Der kann ja nicht mal eine Position für 10 Millionen irgendwie kaufen. Das merkt er ja gar nicht. Da ist ja der Aufwand, das zu buchen, höher. Wir haben einfach mal die letzten 25 Jahre angeschaut und wir sehen auch in diesem Vierteljahrhundert, wo Warren Buffett und Berkshire Hathaway ja auch schon zu Anfang der Periode eine richtig große Nummer waren, wurde der S&P 500 dramatisch deutlich übertroffen. Wichtig hier die Information, Total Return. Wir reden also beim S&P 500 über den Index inklusive Dividende. Berkshire zahlt ja keine Dividende, aber wir müssen für den Vergleich so fair sein. Ja, und wir sehen fast ver-25-facht in 25 Jahren, während sich der S&P nur in Anführungszeichen verzehnfacht hat. Und was dabei besonders beeindruckend ist, sind auch die letzten 10 Jahre. Wenn ihr da mal auf die Grafik schauen könnt oder euch im Nachhinein anschaut, wie es auch da auseinandergeht und wie es Warren Buffett gelingt, dort Outperformance zu erwirtschaften. Es ist unglaublich beeindruckend, insbesondere vor dem Hintergrund, den wir eben schon angesprochen haben, dass das ja immer mit einer relativ hohen Liquiditätsposition geschieht, die im Moment eben 25% ist. Der hier dargestellte S&P, der regelmäßig auch investiert, der ist immer zu 100% investiert. Da gibt es gar keine Liquidität. Also auch vor diesem Hintergrund. Insofern, wenn Buffett nur genauso gut wäre wie der
S&P 500 schon. Das wäre ein großartiger Erfolg, weil er dasselbe dann mit weniger Geld, das im Risiko steckt, erreicht hätte. Aber er ist auch so gut. Insofern, Berkshire Hathaway ist die Messlatte. Berkshire Hathaway ist die Ikone und ist außer Konkurrenz. Genau. Deshalb heute auch kein Kandidat für die Wahl zum Thema des Monats, sondern sozusagen nur unser Opener. Wir können keine Sendung über solche Aktien machen, ohne die Berkshire zu erwähnen und auch entsprechend zu würdigen. Wir können auch nicht über Warren Buffett ernsthaft abstimmen lassen. Richtig. Das geht auch nicht. Aber wir können zeigen, dass es da jemanden gibt, der auch seit längerer Zeit eine ebenfalls sehr beeindruckende Wertentwicklung hinlegt, der vielleicht nicht so auch in eurem Fokus steht, wo ich den CIO in verschiedenen Phasen schon kennenlernen durfte. Aber bevor wir auf den eingehen, zeigen wir euch mal den Vergleichschart mit einem anderen Unternehmen, was tatsächlich besser läuft am amerikanischen Markt als die Berkshire Hathaway. Und dieses Unternehmen heißt Markel. Markel Corporation. Sozusagen eine Art Baby Berkshire. Und zwar nicht nur, weil es ein deutlich kleineres Unternehmen ist, wobei deutlich kleiner heißt auch hier 15 Milliarden Market Cap, sondern weil Markel in gewisser Hinsicht dasselbe Geschäftsmodell hat wie Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Basis ist das Versicherungsgeschäft, da kommen die Cashflows her. Erstversicherung und Rückversicherung, nicht nur Katastrophengeschäft, sondern auch solche Sachen wie zum Beispiel die Versicherung von Konzerten, von Live-Events generell, von Sportveranstaltungen, also alles das, wo kein so großer Wettbewerb ist, sondern so dass man also noch richtig Prämie kassieren kann. Und damit ist natürlich wiederum Masse da, um zweitens, wichtige Säule auch bei Buffett, mal so die eine oder andere coole Firma, das können Süßigkeiten sein, das kann aber auch mal ein Fitnessdienstleister sein, komplett zu übernehmen und zu halten und drittens ein Portfolio an börsennotierten Aktien aufzubauen. Tja, und wenn man sich das anschaut, die machen das auch schon ein paar Jahre. Markel über die letzten 25 Jahre, das letzte Vierteljahrhundert, ver-35-facht. Während Buffett nur ver-25-facht. Aber Buffett, der den Markt so grandios geschlagen hat, wurde also von Markel nochmals übertrumpft. Genau, und hier haben wir auch eine etwas andere Ausrichtung. Bei Markel sind im Gegensatz zu den 53, zu dem von Christian angesprochenen, sehr konzentrierten Investmentansatz, ist ein wesentlich breiterer Investmentansatz zu sehen, der sich auf über 150 Unternehmen erstreckt. Eine der größten Holding oder die größte Holding in Markels Portfolio ist interessanterweise die Berkshire Hathaway. Und von daher ist es schon ein anderer Ansatz, der wesentlich mehr auf Breite geht. Zuletzt wurde beispielsweise auch eine Chipotle mit hinzugekauft mit einer ersten Position. Und es werden kleinere Positionen dann stückweise aufgebaut, um ein breit diversifiziertes Amerika Portfolio zu haben. Tom Gaynor ist nicht in der Situation wie Warren Buffett, dass er 20 Milliarden investieren kann. Er muss da kleinere Brötchen backen. Seine Cash-Position ist im Moment knapp 2 Milliarden US-Dollar. Auch davon kann man einiges kaufen. Aber das sind eben nur 15% im Vergleich zur Marktkapitalisierung. Ja, also daran sieht man auch, ne, wenn Markel in den letzten Jahren besser abgeschnitten hat als Berkshire Hathaway, liegt das zum Teil auch daran, dass man einfach mehr Geld eingesetzt hat in einem insgesamt steigenden Markt. Dazu hat Markel natürlich die Möglichkeit, die Performance von Nebenwerten, die ja auch in den Vereinigten Staaten deutlich besser gelaufen sind als der S&P 500, mitzunehmen, was bei Warren Buffett eben, wie gesagt, keinen Sinn macht, weil er zu groß ist. Er ist zu schnell, zu marktbeeinflussend, das funktioniert nicht. Und kleine Positionen machen halt für ihn keinen Sinn. Wenn wir genauer nochmal in die Positionen reinblicken, 160 Beteiligungen, die börsennotiert sind, auch noch einiges an Unternehmen, die eben nicht börsennotiert sind, Berkshire, wir haben da immer unterschiedliche Wahrnehmungen, was die Aussprache anbelangt. Ich sage aus irgendwelchen Gründen immer noch Berkshire. Was sagt denn der Meister selbst? Du bist doch immer da. Berkshire.
Der sagt Berkshire. Also auch der Song also, ist Berkshire. Du hast dieses, ich weiß auch gar nicht, wo ich das her habe. So Worcestershire oder sowas. Ne? Anyway, Berkshire in den A- und B-Aktien auf Position 2 und 3 bei den Top-Holdings. An erster Stelle eine Einzelposition CarMax. Ja, ist ein Autohändler. Ja, also man sieht, das sind schon... Die amerikanische Auto 1? Ja, also Auto 1 ist ja, glaube ich, ein Händler, der das übers Internet macht, nicht? Und CarMax ist noch wirklich so traditionell so eine Dealership. Okay. Ein Autovertriebsnetz. Das ist, man kann in vielen Dingen Value erkennen. Das tun sie auch. Ansonsten, wenn man ein bisschen weiter in die großen Positionen hineingeht, da kommen dann auch bekannte Unternehmen. Diageo, ja, getrunken wird immer, vor allem Spirituosen. Marriott Hotels, dann haben wir Walt Disney, Home Depot, United Health Group. Auf Platz 12 Amazon? Ja, Amazon ist mit dabei. Walgreens Boots Alliance, der neue Wert im Dow Jones, ist auch schon dabei. Ja, das ist so eine Art All-American Portfolio. Fast so ein bisschen auch Richtung Gleichgewichtung, ne, wenn man so die ganz großen Positionen wegnimmt. Da sind keine wirklichen Klumpen drin, abgesehen eben von Berkshire, und es gibt Schlimmeres als einen Klumpen bei Warren Buffett zu haben. Ja. Also sehr breit diversifiziert. Wer sich diese Aktie reinlegt, sollte natürlich nicht ohnehin schon Oberkante, Unterlippe voll sein im Portfolio mit US-Engagements. Das ist einfach ein Investment, wenn man gerade überlegt, man möchte nochmal vielleicht in den USA aufstocken, aber nicht schon wieder einen S&P-Indexfonds kaufen, egal ob es der 500er, der 400er oder der 600er ist, sondern man möchte mal ein Management haben, was auch wirklich souverän agieren kann, unabhängig von Mittelflüssen von Investoren, dann ist Markel auf jeden Fall unser erster Kandidat als Beteiligungsgesellschaft, als Holding international. So, und wenn wir dann aus Amerika quasi losfliegen in Richtung Osten, dann kommen wir wieder ins gute alte Europa zurück und fliegen mal nach Nordeuropa, nach Schweden, um genauer zu sein, ja, und landen bei Investor und der Familie Wallenberg. Ja, also Investor AB, das ist ja endlich mal auch eine Firma, die nach dem guten alten What you see is what you get Prinzip funktioniert. Nur das, was draufsteht, ist tatsächlich drin. Was machen die? Ja, in der Tat, die investieren. Familie Wallenberg ist mächtig und reich geworden als Gründer der Skandinaviska Enskilda Banken. SEB Bank hat man vielleicht schon mal gehört. Ist auch mal in Deutschland aktiv. In verschiedenen Feldern, Vermögensverwaltung, aber natürlich eine große, große, mächtige Retailbank in Skandinavien. Durchaus erfolgreich übrigens. Ne? Also nicht überall läuft das mit den großen Banken wie hier in Deutschland. Ich sage jetzt nichts mehr. Aber diesen Reichtum hat man auch Hand in Hand mit der schwedischen Gesetzgebung, die über Kreuzbeteiligung immer schon begünstigt hat, genutzt, Schweden-Imperium zusammenzukaufen. Man geht davon aus, dass weit mehr als ein Drittel, vielleicht ein bisschen weniger als die Hälfte der schwedischen Wirtschaft der Familie Wallenberg gehört. Ja, über solche Vehikel, Investor AB ist das allergrößte. Und auch hier, wenn man ins Portfolio reinschaut, sieht man eine ganz, ganz klar fokussierte Strategie. Das ist Schweden. Da braucht man kein OMX-Zertifikat oder OMX-Indexfonds für Stockholm zu kaufen. Wenn man Schweden will, dann hat man Schweden hier drin. Alle großen Namen, wie zum Beispiel eine ABB, wie zum Beispiel auch natürlich eine SEB, wie eine Ericsson, eine Husqvarna, eine Electrolux, all das ist hier mit in diesem Portfolio drinnen. Dazu kauft auch Investor immer mal wieder komplette Firmen, gerne auch aus dem hauseigenen Private Equity Arm. Der ist übrigens auch sehr, sehr bekannt hier in Deutschland. Ja. Das ist die EQT Group oder EQT Gruppe. Unter anderem haben die mal Symrise, einen der Highflyer im MDAX, fit gemacht für die Börse.
Ansonsten waren Sie im Sportbereich schon aktiv. Also Sie haben einige Mittelstandsdeals auch in Deutschland gemacht, sind extrem erfolgreich. Und wir haben das besprochen, auch bei den nationalen Holdings, dieses Modell, dass man Fonds auflegt, um zusätzliches Geld von Investoren zu bekommen, die Feuerkraft zu erhöhen und natürlich dafür Managementgebühren zu kassieren. Das macht die Deutsche Beteiligungs AG in einem kleinen Rahmen, wie Dirk Rossmann als Drogeriekönig, der beteiligt ist, ja bestätigen kann. Und Investor macht das mit EQT im richtig großen Rahmen. Da reden wir insgesamt über 50 Milliarden, die in diesen Fonds stecken. Und zwar keine Schwedenkronen, sondern US-Dollar. Dass die das ganz gut machen, sieht man an den grafischen Ausarbeitungen auf dem Echtgeld-TV-Porträt. Dass die das so machen, wie Christian gesagt hat, nämlich einen sehr, sehr aktiven und investierenden Stil haben, sieht man daran, dass aktuell nur 6% der Marktkapitalisierung an Liquidität gehalten wird. Also, wenn da Kohle reinkommt, dann geht die auch gerne wieder raus. Genau, sie geht immer so investiert. Genau, sie wird investiert. Also, wenn wir sagen aktiv, heißt das, die hauen die Kohle sofort wieder rein in den Markt. Aktiv darf nicht heißen, dass sie traden, weil das machen sie nicht. Sie wollen die Firmen wirklich, abgesehen vom Private Equity Arm, langfristig, ewig, es gibt auf der Homepage auch die liegende Acht, das Unendlichkeitszeichen, haben. Als Investor ist man daran sogar beteiligt. Eine sehr moderate Ausschüttungsquote, trotzdem momentan Dividendenrendite von 3%. Damit insgesamt auch ein günstiges Investment, wird unterstrichen durch das Kurs-Buchwert-Verhältnis 0,8 nur. Also ne, Value-Schnäppchen. Und ansonsten, tja, kann man sicherlich sagen, auch hier Depot-Kontext entscheidet. Ja, 100 Pro. Wenn man mal was in Schweden haben will, das werden vermutlich die wenigsten sein, dann ist das etwas, aber... Warum immer die wenigsten? Also wenn ich merke das immer, wenn ich auf Veranstaltungen, in Workshops mit Anlegern spreche, heißt das immer, Mensch Herr Röhm, mit dem Euro, man muss doch was machen, man muss doch Geld außerhalb vom Euroland investieren und wohin denn? Dann kommen immer die USA und die Schweiz. Ja, aber warum nicht auch mal Skandinavien? Es ist eine sehr stabile Region. Schweden speziell ist einerseits Mitglied der Europäischen Union, andererseits aber kein Euro-Staat, hat ein sehr spezielles Modell, was, sag ich mal, die Gesellschaftsverfassung angeht, den sozialen Frieden, übrigens Einbindung von Arbeitnehmern der Familie Wallenberg, auch immer historisch schon sehr, sehr wichtig gewesen. Durchaus interessant und damit hat man auch eine Währungsdiversifikation. Das war in den letzten 5 Jahren, nachdem sich die Euro-Krise entspannt hatte, nicht unbedingt ein Vorteil. Die schwedische Krone hat an Wert verloren, aber gerade wenn man sagt, ich möchte halt mal gute Unternehmen in einem Markt, der vielleicht auch nicht so unter diesen ganzen Handelsstreitigkeiten leidet, der einen starken Binnenmarkt hat, will ich da mal rein, Spezialisten, da sind ja auch Spezialmaschinenbauer dabei, warum nicht Skandinavien und wenn es mal kein Indexfonds sein soll und kein aktiv gemanagter Fonds, warum nicht auch hier einfach mal eine dividendenstarke Aktie, 9 Jahre nicht gesenkt und seit über 25 Jahren immer gezahlt. Und dass die das Ganze auch sehr, sehr gut bewerkstelligen, sehen wir dann auch nochmal an einer Grafik, die den Chart von Investor gegen den OMX stellt. Und da sieht man dann über die letzten 25 Jahre eine Underperformance bis hin zum Jahr 2009, aber danach bildet sich die Überlegenheit dieses Ansatzes aus, den wir nachher im Übrigen auch nochmal im großen Vergleich sehen. Ja, man sieht es auch immer wieder in den Phasen, in denen Märkte richtig gut laufen und irgendwas feiern, insbesondere im Technologiebereich gelaufen ist in der Vergangenheit, namentlich also auch 2000, auch die großen Erholungsbewegungen, da ist Investor immer ein bisschen zurückgeblieben. Jetzt ist es halt auch die Suche nach Substanz, die natürlich bei solchen Industrieunternehmen, wie man sie im Portfolio hat, positiv auf den Wert sich niederschlägt. Was die Dividendenbesteuerung angeht, das ist eine Frage, die gerade Salvatore kam. Hängt von der Bank ab, mit der Bank besprechen. Ich krieg's bei meiner Bank nicht mit irgendwelchen zusätzlichen Abzügen, also muss mir da auch nichts wiederholen. Ist aber je nach Bank
wie ich mir habe sagen lassen, unterschiedlich. So, von Schweden im Übrigen gibt es immer wieder ganz interessante Flugschnäppchen, wie aus ganz Skandinavien. Skandinavien übrigens. Da kommt man dann verhältnismäßig günstig, beispielsweise nach Tokio. Und da. Ja, klar, machst du, ne? Von Berlin aus erstmal nach Schweden und dann nach Tokio. Naja, ich habe. Das letzte Mal bin ich nach Peking geflogen über Brüssel. Weil es in der ist Tat, ja logisch. Ja, es gab. Ja. War Schnäppchen. Ja, immer Schnäppchen. War Schnäppchen. Wir fliegen jetzt auf jeden Fall. Mach ich auch. Ja. Wir fliegen jetzt nach Tokio weiter und schauen dort auf ein Unternehmen, was es auch schon eine ganze Weile gibt, was seit 1994 börsennotiert ist und was den interessanten Namen Softbank hat. Und keine Bank ist. Richtig, keine Weichbank. Sondern ein unglaublich beeindruckendes Beteiligungsunternehmen. Masayoshi Son hat es mal gegründet, hat dann, wie er jetzt gerade auf der Hauptversammlung auch zum Ausdruck gebracht, eigentlich in den letzten, also eine sehr, sehr lange Zeit viel seiner Energie auf das Operative gelenkt, unter anderem auf das von Softbank betriebene Mobilfunkgeschäft. Und davon verabschiedet man sich jetzt so ein bisschen. Man wandelt Softbank im Grunde genommen um zu einer Investmentgesellschaft. Man wird auch in einem letzten Schritt das operative Geschäft von Softbank Mobile an die Börse bringen und dann dafür sorgen, dass man sich rein auf Investieren fokussiert, unter anderem auch mit eigenen Fondslösungen, mit Beteiligung bei WeWork, bei Paytm, bei Oyo, einem großen indischen Hotelanbieter, Beteiligung Auto 1, also ein sehr, sehr breit diversifiziertes Portfolio. Hier ist wichtig hervorzuheben, dass die Cash-Position im Moment knapp 30% der Marktkapitalisierung abdeckt. Aber man muss auch sagen, das ist auch ziemlich notwendig, denn wir haben hier etwas, wo Cash auch relativ dringend gebraucht werden könnte. Machen wir gleich noch im Nachgang, wenn wir die Bewertungsniveaus der Aktie besprochen haben. Denn die Softbank hat ein durchaus engagiertes Verschuldungsverhalten und fährt mit einer relativ hohen Verbindlichkeitenquote durch die Gegend. Aber was ich euch jetzt zeigen möchte, ist die Beteiligungssituation bei Softbank. Und da gehen wir so vor, wie es Herr Son auf der letzten Hauptversammlung auch gemacht hat. Er hat dazu das Beispiel eines Portemonnaies präsentiert, wo man viele Sachen drin hat und sich erstmal klar machen muss, was ist eigentlich in dem Portemonnaie so alles enthalten, was ist da möglicherweise auch noch an Verbindlichkeiten enthalten und welchen Preis hat dann dieses Portemonnaie. Und den Weg, den man auf der Grafik, wenn ihr die Gelegenheit habt, die zu sehen, jetzt auf der rechten Seite seht, den will ich euch jetzt erklären. Er ist, wie gesagt, übernommen von der Hauptversammlungspräsentation am 20.06. und enthält ein ganz besonderes Highlight, nämlich den Shareholder Value per Share, der jeden Tag von Softbank berechnet wird und auf der Homepage mit dem Link, den ihr auf dieser Seite auch sehen könnt, abrufbar macht. Der Preis der Aktie am 29.06., wo wir diese Sendung aufzeichnen, betrug 7.842 Yen und Softbank gibt an, dass der Shareholder Value pro Aktie bei 12.675 Yen liegt. Da also schon mal ein Ausdruck dessen, dass man sich deutlich wertvoller sieht, 62% wertvoller sieht, als der Aktienkurs im Moment ist. Und das hängt damit zusammen, dass sich der Shareholder Value wie folgt berechnet. Zunächst mal, wir haben über die Schulden schon gesprochen. Alle Angaben, die jetzt hier kommen, sind pro Aktie zu sehen. Pro Aktie lasten auf der Softbank-Aktie 8.954 Yen an Schulden. Aber es gibt eben auch Werte. Ihr seht es schon in der grafischen Darstellung, bei der Darstellung der Positionen. Es gibt eine Alibaba, die einen sehr ordentlichen Wert hat, der im Vergleich zur Hauptversammlung ein ganzes Stück gesunken ist. Nicht mehr 14.000 Yen pro Aktie beträgt, sondern aktuell noch 12.600 knapp. Dann gibt es die Beteiligung am US-Mobilfunkunternehmen Sprint, das sich ja gerade in sehr ernsthaften Fusionsbemühungen
mit T-Mobile USA befindet. Yahoo Japan gehört dazu. ARM gehört dazu, ein britischer Chip-Hersteller, der gerade übernommen wurde. Dann der Softbank Vision Fund und das Thema Uber, wo man ja etwas intensiver eingestiegen ist. Das alleine, diese Position 2936 und dann noch andere Werte, die jeweils quartalsweise, wie auch der Softbank Vision Fund, abgedatet werden, wo es in der Sum of the Parts Betrachtung einen Wertansatz gibt von 21.629 Yen. Wenn man davon die 8.954 abzieht, ergeben sich 12.675 Yen. Das wird jeden Tag aktualisiert auf der Seite, die ihr hier auch verlinkt habt, abgebildet und ist abrufbar. Das eigentlich Spannende ist, dass jetzt ja noch das Softbank Mobile Geschäft abgespalten wird und dieser Wertansatz ist auch in der HV mit 6 bis 10.000 Yen pro Aktie bezeichnet worden, sodass sich der Shareholder Value inklusive dem als Alpha benannten Unternehmen Softbank Mobile auf etwa 18.675 bis 22.675 Yen bezieht, was nichts anderes bedeutet, als dass beim niedrigeren Wertansatz, den Herr Son offenbar als unteren Wert sieht, 6.000 Yen pro Aktie, die Aktie aktuell 58% unter seinem Shareholder Value notiert. Oder sie mit anderen Worten 138% Potenzial nach oben hat. Das ist die Chancenseite von Softbank, die außergewöhnlich attraktiv ist, denn sie sagt ja nichts anderes aus, als dass sich die Beteiligungen auch im Wert deutlich reduzieren können und dann ist immer noch Wert da. Es gibt allerdings ein Problem, ich habe es am Anfang gesagt, ihr seht es in der Auflistung, es sind die Schulden, Christian. Also ja, es gibt zwei Probleme. Ich bin jetzt mal den Mephistopheles, den Geist, der stets verneint. Ja, das Problem eins ist, das sind natürlich tägliche Werte. Ja, wenn jetzt Alibaba crasht, wenn jetzt Sprint crasht, wenn jetzt Yahoo crasht, wenn einfach mal an den Börsen 20-30% Minus sind, dann ist natürlich auch diese Sum of the Parts Bewertung, die ja nicht aus Werten sich speist, sondern aus Preisen Makulatur. Also das heißt, diesen Discount, den man hier sieht, auf die Summe der einzelnen Teile, der ist immer bezogen auf Börsenpreise. Das sind nicht wirklich Unternehmenswerte im klassischen Sinne von Warren Buffett. Price is what you see and value is what you get. Das eine auf so einer Metaebene haben wir auch im Video zu deutschen Beteiligungsgesellschaften am Beispiel Rocket Internet. Wobei als Einschub schon erlaubt sei, dass dieser Abschlag, also auch wenn wir uns die Beteiligungsdinge von Warren Buffett angucken, von Markel angucken, von Investor angucken, der Abschlag, der da ist außergewöhnlich hoch. Genau, die Frage ist immer, wie so ein Abschlag abgebaut wird. Ne? Ob der wirklich durch eine, Kurs, ja, durch eine Kurssteigerung abgebaut wird oder dadurch, dass es weniger durch fällt. Durch ein Schrumpfen der Bewertung. Das weiß man nicht. Das ist das eine Thema auf so einer Metaebene. Das zweite Thema sind natürlich ganz klar die Schulden. Ne? Also man ist hier schon extrem aggressiv. Man wächst und wächst und wächst und nimmt natürlich immense Verbindlichkeiten auf. Wir haben das gesehen, auch im Echtgeldporträt für diejenigen, die es vor sich haben. Verschuldungsgrad von über 200%, das ist eine Hausnummer. Und man muss auch ordentlich Geld in die Hand nehmen, um diese Verbindlichkeiten überhaupt schultern zu können. Wenn wir uns mal, also man weiß ja, Japan ist ja sozusagen die Heimat des Nullzins, aber wenn Softbank eine Anleihe begibt, dann sind das zuletzt bei einer Nachranganleihe immerhin 6% gewesen und das Vertrauen am Kapitalmarkt ist jetzt auch nicht so groß, ganz im Gegenteil. Diese Nachranganleihe ist so weit schon wieder abgestürzt, übrigens in US-Dollar sogar, dass man jetzt 9% Rendite da drauf hat. Das zeigt, also 9% Rendite ist auch bei einer Nachranganleihe immer ganz klar ein Hinweis auf Risiko. Da sind
sehr, sehr kritische Geister auch am Werk und die sehen das Ganze kritisch und also es finden sich nicht so viele Käufer, die das wiederum ausgleichen. Ja, also es ist immer so eine Geschichte, es gibt Investoren, die kaufen keine Aktien mit einer schönen Story, wenn der Kreditmarkt negativ ist, der Anleihenmarkt. Das ist zum Beispiel auch etwas, was man bei Tesla sehr stark sehen kann, haben wir auch schon mal in einer Feedback-Sendung hier thematisiert, dass da bisweilen unterschiedliche Signale von Fremd- und Eigenkapitalgebern kommen. Aber die Signale von Fremdkapitalgebern sind sehr, sehr wichtig und sie zeigen auch, der Markt mit diesem Discount, den Tobias erwähnt hat, ist nicht komplett bescheuert, sondern es wird einfach hier ein Risikoabschlag vorgenommen, wobei man sagen muss, gemessen an dem, was wir ansonsten im Markt sehen, ist dieser Risikoabschlag bei Softbank schon extrem. Und weil hier gerade der Einschub reinkommt, besser wäre es, Buchwerte zu nehmen und keine Marktwerte, dem widerspreche ich schon einigermaßen deutlich. Denn wenn wir beispielsweise den Buchwert von Alibaba hier ansetzen würden, dann ist der eben 20 Millionen. Weil dafür haben sie sich damals diese Beteiligung genommen und die ist jetzt eben 144 Milliarden wert. Dann kommt vielleicht gleich der Nächste und sagt mal, da kann man doch DCF für jede einzelne Beteiligung machen. Jawohl, Discounted Cashflow, Unternehmensbewertung, super. Da habe ich so viele Ansätze zu bescheißen, Das ist großartig. Ich habe da immer, wenn ich an der FOM-Kurs habe und ich muss was zum Thema Unternehmensbewertung sagen bei den Studierenden, da tue ich mich immer sehr schwer, das überhaupt zu erklären, weil es ist einfach eine Kalkulationsgrundlage, die man schafft. Aber am Ende ist der Wert das, was über Jahre und natürlich auch durch entsprechende Auszahlungen wie Dividenden oder Rückkäufe sich ergibt. Den weiß man eigentlich erst hinterher. Alles andere vorher ist der Preis und wir müssen hier irgendwo zwischen Wert und Preis ermitteln. Wir haben hier jedenfalls eine spannende Situation, eine Sondersituation in Japan, sodass wir jetzt eigentlich nach den 3 plus eine außer Konkurrenz sagen können, 3 aus allen Kontinenten, die relevant sind. Na, wir hätten eigentlich noch einen, wir haben noch einen Kontinent, aber den heben wir uns hoffentlich, vielleicht ist zumindest ein ernsthafter Kandidat für die Oktober-Sendung auf, wenn es hier rumgeht. Da haben wir einen interessanten Vorschlag bekommen, der mit Sicherheit in die engere Wahl kommt. Es sind noch andere aus einem Kontinent, das bei der Fußball-WM nach der Vorrunde ebenfalls nicht mehr vertreten ist. Ja. So, jetzt können wir aber alle kurz raten. Und wir kommen jetzt zu nochmal bei der Softbank zu der Einzelbetrachtung. Diese flache Linie, die nennt sich Nikkei 225, weil die Softbank-Entwicklung im Grunde genommen so spektakulär verlaufen ist, dass vom Nikkei eigentlich nicht zu sehen ist. Wichtig dabei hervorzuheben, im Jahr 99, 2000 ist der Softbank-Kurs auf knapp, auf eine indexierte 5000 angestiegen. Und war damals im Übrigen auf dem vierfachen Niveau des inneren Wertes. Also seit dem Börsengang dann verfünfzigfacht, ne? Also weil wir haben alle anderen Grafiken über einen Zeitraum von einem Vierteljahrhundert gemacht. Softbank ist dabei jetzt am 22. Juli 1994 an die Börse. Da geht's eben nicht. Ja. Und das werden wir jetzt, auch in den weiteren Grafiken uns nochmal genauer anschauen, denn jetzt sind wir im Grunde mit der Vorstellung von den 4 Unternehmen durch. Die 3 Kandidaten sind benannt mit Markel, mit Investor, mit Softbank, mit unterschiedlichen Ansätzen. Aber wir haben uns für diese Sendung noch was anderes ausgedacht und auf die Grafiken freue ich mich im Grunde genommen, seit wir sie vorhin wirklich auch noch kurz vor der Sendung gemacht haben. Wir haben nämlich 2 Sachen vorbereitet und zwar zum einen mal das Thema die Wertentwicklung seit 3 Sachen vorbereitet. Die Wertentwicklung seit 1994. Ja, also einfach mal per Saldo. Das ist also quasi fast ein Vierteljahrhundert. Alle Kandidaten, die wir besprochen haben, und wir sehen alle
ausnahmslos sind mindestens doppelt so gut wie der MSCI World und auch der wieder in Total Return und das übrigens alles jetzt sogar in Euro. Also, wenn es immer heißt, nein, Stockpicking ist völliger Mist, kann nicht funktionieren und man muss nur ein ETF kaufen. Ein ETF ist ein geiles Produkt, es ist super, aber es gibt auch noch was anderes, das ist wie beim Essen. Es gibt nicht nur Vapiano, man kann auch noch selber kochen oder ins Sterne-Restaurant gehen. Und man sieht, dass wenn man selber macht, wenn man Experten ranlässt, kann durchaus was kommen. Interessant, Markel, ausgerechnet die kleinste, ist in der Rückschau zum Stichtag, also heute, mit einer Ver-25-Fachung am besten. Softbank, Investor AB schneiden alle ähnlich ab und naja, Warren Buffett, dieser Loser, nur eine Ver-16-Fachung, aber auch damit bedeutend besser als der MSCI World. Und was jetzt kommt, ist so ein bisschen angedeutet worden. Christian hat gesagt, dass wir hier eine Stichpunktbetrachtung haben von Juli 94 vom Going Public der Softbank. Aber was auch sehr spannend ist in unseren und hoffentlich und wahrscheinlich auch in euren Augen, ist mal zu gucken, wie sich das Ganze eigentlich in Performances auf einer 10-Jahres-Ebene darstellt. Und das haben wir hier in dieser Grafik vorbereitet. Rollierende Performance über 10 Grafik. Das heißt, wenn ihr jetzt hier auf dieser Grafik in die Mitte von 2004 schauen könnt, dann seht ihr, dass eine Markel bei 550% startet und bezogen auf Anfang 2005 bei 800% knapp landet. Das heißt, dass von Anfang 95 bis Anfang 2005 hier eine knapp 800 oder eine Entwicklung auf 800% stattgefunden hat. Wir haben als Startwert immer die 100%, also eine Versiebenfachung der Aktie. Da muss man aufpassen, stelle ich immer wieder fest. Hier stattgefunden, also hat sich Markel da kurz an die Spitze geschoben und fällt dann etwas ab, wird Mitte 2007 von Softbank überholt, aber nur kurz. Ja, also es ist einfach eine andere Möglichkeit der Darstellung, weil alle möglichen Performance-Rechnungen, die Performance-Vergleiche haben halt immer dieses Stichtagsproblem. Ja. So, und wir können jetzt also hier sagen, welche der Linien liegt denn am meisten über allen anderen für die meiste Zeiten? Da kann man insbesondere für die Zeit ab 2011 sagen, Softbank auf jeden Fall, auch Investor AB liegt großartig da, aber bei Softbank darf man natürlich auch nicht vergessen, das resultiert vielfach aus dem sogenannten Basiseffekt, denn die Aktie war nach dem Crash der New Economy 99% gegenüber ihrem Höchststand im Minus. Die war quasi fast nichts mehr wert. Ja. Und wer damals zugegriffen hat, fein. Genau, so sieht's aus. Und wenn man diese rollierenden 10% Performances hat, dann ist es natürlich nur der logische nächste Schritt, auch mal zu gucken, was bedeutet das eigentlich, wenn man das auf einer Renditeebene haben will. Wie sind da eigentlich die Auswege? Und da fällt gerade auch bei einer Softbank der immense Ausschlag nach unten im Jahr 2010 auf, wo auf einer 10-Jahres-Ebene nichts anderes dasteht als 10 Jahre lang, jedes Jahr 20% Minus und das hat extrem dramatische Auswirkungen. Ja, das sieht man auch wieder. Also eine Aktie kann sehr häufig 20% verlieren, nicht? Oder auch mehr. Es geht auch über 10 Jahre. Genau, man sieht also damit auch, und das ist das, was heute ja auch gilt, das haben wir versucht eben zu zeigen, Softbank ist die Aktie mit dem am zugespitztesten Chance-Risikoprofil. Ja, wir haben hier eine extreme Chance, auch durchaus auf eine Verdopplung, wenn der Markt sich auf der Refinanzierungsseite entspannt. Wir haben aber gleichzeitig halt auch ein immenses Risiko und das ist in der Vergangenheit mehrmals zutage getreten. Die anderen Beteiligungsgesellschaften entwickeln sich da etwas gediegener. Aber auch hier das Spannende, du hast das gestern in einem anderen Zusammenhang in deiner Twitter-Timeline, glaube ich, auch erwähnt, oder es war einer unserer Zuschauer, ich habe sie jedenfalls gesehen, wenn das Schlechteste am Ende mit plus 10% PA dasteht, wie das jetzt hier beim MSCI World der Fall ist, ist das vor allem auch ein Plädoyer für die Stärke von Aktien, dafür,
wie wichtig Aktien sind. Ja, Aktien können immer wieder mal auch nach 10 Jahren im Minus liegen. Aber wenn man dann bei einem guten Unternehmen mit einer schlüssigen Strategie investiert ist und dann noch die Power hat, die Geduld hat, 2-3 Jahre zu warten, bis sich vielleicht so eine Situation wie 2003, wie 2009 wieder klärt, dann ist man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, Gewissheit gibt es nicht, auf der Siegerstraße. In dem Zusammenhang eine Frage, weil sie mir ganz wichtig ist: Zahlen alle keine Dividende? Fragt der Lorenz. Naja, also Markel zahlt keine, wie das große Vorbild Berkshire Hathaway. Investor zahlt Dividende sogar recht üppig, nicht üppig von der Payout-Quote, sondern üppig von der Rendite über 3% aktuell. Und Softbank, ja, lässt so ein bisschen was aufs Konto tröpfeln, so nach dem Motto, hallo, wir sind noch da. Naja, es ist der Telekommunikationsarm, der schüttet eben was aus und genau, der Rest ist eben ein bisschen, das Beteiligungsgeschäft. So, und aber diese Dividenden sind in unseren Grafiken zur rollierenden Rendite drin. Wann immer wir irgendwo schreiben Total Return, dann heißt das, die Dividenden sind reinvestiert, so wie das auch der DAX macht, wo das automatisch passiert. Und wenn ihr diese Sendung jetzt als Podcast hört, was auf der anderen Seite auch bedeutet, dass es das, was endlich geschafft haben, das live zu stellen, und diese Grafiken nicht habt, dann sorgt dafür, dass ihr bei uns auf dem Verteiler mit drauf seid und dass wir euch die Möglichkeit geben können, euch diese Grafiken auch herunterzuladen. Ich glaube, bei der Sendung ein ganz besonderes Highlight, insbesondere aufgrund dieser grafischen Ausarbeitung der rollierenden 10-Jahres-Rendite und der 10-Jahres-Performance. Habe ich so noch nirgendwo anders gesehen und ich glaube, das werden wir bei vielen Darstellungen... Das werden wir nochmal bei Fonds oder so, werden wir uns das auch nochmal anschauen. Ja, ja, und vielleicht noch eine Frage oder eine Äußerung von Alex. Mach nochmal zurück zum Langfristchart von Softbank, wenn es möglich ist. Weil hier schreibt gerade jemand genau zu dem Chart. Bitcoin, ja, das kann durchaus sein, dass es mit Bitcoin auch so läuft, ja. Dass Bitcoin von, ich glaube, 17.500 war es letztes Jahr oder 18.000 Dollar irgendwann, also das waren ja dann nur Sekunden. Da gibt man mal eine Order aufs Byte 200. Dass es vielleicht mal runtergeht auf 180. Das wären 99%. Das ist das, was bei Softbank passiert ist. Ja, genau so kann es kommen. Aber Softbank hat sich halt auch, wie der Berappel steht, heute unter dem alten Hoch immer noch 50% drunter. Mehr als 50%. Aber es gibt's und es ist nach wie vor, wenn man es über 10 Jahre, über 20 Jahre oder über den gesamten Zeitraum sieht, eine sehr, sehr erfolgreiche mit einer Investition anderen gewesen. Das kann mit Bitcoin auch passieren. Und von daher bei Softbank der dringende Hinweis, es ist in den Unterlagen auch verlinkt, ihr kommt direkt auch aus dem Profil oder der Darstellung der Softbank Share oder Value Berechnung, kommt ihr auch auf die Hauptversammlungsunterlagen. Wenn ihr an der Aktie ein bisschen spezielleres Interesse habt, schaut euch die 2-stündige Präsentation des Vorstandes an. Also das muss ich übrigens allen nochmal sagen, wir haben ja auch so ein paar Unternehmensvertreter, die hier zuschauen, wie wir wissen. Auch gerne mal diese Softbank-Präsentation angucken. Also ich war ja dieses Jahr in der Saison wieder für die DSW in einigen Hauptversammlungen hier in Berlin unterwegs und ich muss sagen, also die Reden des Vorstands sind verbesserungsbedürftig. Da kann man insbesondere an diesen Klötzchen-Präsentationen und diesen ewigen PowerPoint-Standard-Zahlenkolonnen, Tabellen und Balkengrafiken einiges machen. Softbank liefert da zumindest Inspiration. Und die bescheidene Begeisterung vom Chef ist dann auch schön zu sehen. Nicht so bescheiden ist übrigens sein Ziel, eine Cluster-Number-One-Strategie zu machen und damit Wachstum für die nächsten 300 Jahre zu versprechen. Also Softbank, unser Kandidat Nummer 3 für das Thema des Monats. Vorher aber haben wir vorgestellt die Investor. Ja. Familie Wallenberg, die Familienbeteiligungsgesellschaft oder Schweden in einer Aktiengesellschaft. So, und wenn man sagt, der Trump wird es richten und damit auch die amerikanischen Unternehmen und man will eben nicht in den großkopferten Big Chip belasteten Warren Buffett investieren, dann kann man mit Markel eine spannende Aktie kaufen, die
auf dem deutschen Kurszettel vielleicht noch nicht genug Erwähnung gefunden hat und welche Aktie nun oder welche Beteiligungsgesellschaft, aber auch welche Aktie nun von euch zu der gewählt wird, die wir kaufen sollen. Das werden die nächsten 60 Sekunden zeigen. Wir freuen uns jetzt auf eure Stimme für Markel, Investor oder Softbank. So, und wir können derweil nochmal auf eine Frage eingehen, nämlich was war die letzten 10 Jahre mit Warren Buffett los? Da sagt jemand, na, Warren Buffett hat doch die letzten 10 Jahre schlechter abgeschnitten als der S&P. Ja, es ist immer die Frage, wie man diese letzten 10 Jahre nun nimmt. Nimmt man genau 10 Jahre? Nimmt man das halbe Jahr vorher, als die Krise schon begonnen hatte, mit dazu? Je nachdem, wie man das definiert, mal liegt Buffett vorne, mal liegt der S&P vorne. Ich habe es gerade mal nochmal nebenbei ausgerechnet. Wenn wir von Ende 2006 bis heute schauen, hat Warren Buffett 161% plus gemacht und der S&P inklusive reinvestierter Dividenden 146, da liegt er also auch vorne. Es ist natürlich so, eine solche Strategie wie Buffett, sie fährt, lohnt sich immer dann besonders stark im Sinne von tatsächlicher Outperformance, wenn es denn auch mal rappelt. Ja. So, und wir kommen hier zu einer Entscheidung, wo ich jetzt mal was ankündige, was ich bisher noch nicht gemacht habe, aber ich werde ausdrücklich jetzt schon sagen, ich werde dieser Vorgabe ausdrücklich nicht folgen. Mit der Beschäftigung von Softbank hat meine Begeisterung für das Unternehmen extrem zugenommen. Das heißt, egal was ihr heute stimmt, ich kaufe die Softbank und da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Ja. Das Schöne ist ja, es ist echt Geld, aber es ist vor allen Dingen auch mein Geld. Und du wirst befolgen, was unsere Zuschauer jetzt wählen. Was und das ist, es, ist noch, es ist noch nicht so ganz es raus. Ist, also wir brauchen noch ein paar Stimmen. Ja, wir brauchen ein paar, es ist ein bisschen zu wenig. Genau. So, jetzt kommen wir der Sache schon näher und werden dann in 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden auch diese Umfrage abschließen. Und letzte Woche haben wir ihnen noch die Schrauben aus dem Schrank gezogen, den Schweden. Und dieses Mal haben sie tatsächlich knapp gewonnen. 44% für Investor, 40% für Markel und 16% für Softbank. Ja, im Leben nicht bei mir, aber da muss ich dann auch mal sagen, es muss auch Grenzen geben bei dem, was wir befolgen und wie wir es befolgen. Aber ihr habt gewählt, Investor. Und deswegen gehen wir da jetzt auch hin. So, kostet also 34,75. Wir könnten also 32 oder vielleicht sogar, wenn du möchtest, 33. Ja, wir nehmen 32, oder? Komm, 32. So, wie üblich gucken wir uns an, was an den Börsenplätzen so los ist. Das ist jetzt in der Tat auch ganz spannend, was das Serviceangebot hier an den verschiedenen Plätzen zum Ausdruck bringt. Die schwedische Börse ist dicht, das heißt, wir kaufen jetzt live. Ihr kauft bitte dann, wenn die schwedische Börse offen hat, genau. Weil dann gibt es die besseren Preise. Ah, gute Info. Ich bin immer noch in der Umfrage. Aber jetzt seht ihr auch, dass wir in der Inlandsorder drin sind. Wir sehen Investor. Wir sehen die 34,88 als Briefkurs. Ja. Mal gucken, was die Kollegen in Frankfurt gerade sagen. Hoppala. So, da seht ihr jetzt auch, es lohnt sich auch mal auf den Spread zu schauen. Es lohnt sich vor allen Dingen auch Börsenplätze zu vergleichen. Also in Frankfurt kommen wir da auf keinen Fall. 34,86, Getex, München. Was machen die Stuttgarter? 34,87. Bisschen höherer Kurs, aber dafür eine deutlich größere Briefseite auch. Wir gucken natürlich wieder nach Düsseldorf. Wir gucken natürlich nach Düsseldorf, immer. Ja, 35,25, also da beschwert sich diesmal auch keiner. Und das Ganze für eine Size von 29 nur, Leute. Also wirklich. Also, da müssen wir mal ein paar Kölsch drauflegen. Ja, in der Tat. So, 34,84, jetzt nochmal der Gegencheck mit Stuttgart. Also, damit geht die Order zu Getex. Und jetzt wollen wir natürlich auch gucken, dass wir diesen Preis entsprechend bekommen. Nämlich 84. Wir kaufen das Ganze so, wir kaufen tagesgültig. Habe ich kaufen angeklickt? Nö, wie üblich nicht.
So, jetzt ist das aber auch geschehen. Und jetzt gucken wir mal, dass das soweit abgeschickt ist. Das ist 1100. Das ist eigentlich ein bisschen eigentlich müsste man nur 29 kaufen. 29, aber ich habe gedacht, so um die 33 und weiß ich, so 1000. Ja, 1000 haben wir pro Sendung gesagt. Das machen wir auch. 29. Also wir kaufen trotzdem 34,84. Kontrollieren, wenn wir schon nochmal da sind, trotzdem auch nochmal. Jetzt sind sie einen Tick teurer geworden. Siehste. Alles wieder von meiner Kohle. Ja. Mann. So. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich hier kurz mal den Bildschirm ausblende. Wo ich übrigens feststelle, dass ich die gesamte Sendung über mein Handy nicht auf lautlos hatte. Und keiner hat angerufen, keiner hat was an dich getwittert. Ja. Genau. Keiner hat dir beim Twittern habe ich keinen Alarm mehr. Das hatte ich früher, wie ich angefangen habe mit Twittern. Haben wir eine TAN? Haben wir eine TAN, glaube ich. Ja, 19:03 heute. Nicht vorlesen. Ach so. Ja. So, gut. Die haben wir 9. So. Freigabe ist erfolgt. Ihr so, kommt und wieder schon mit dazu. Ausgeführt. In der Tat auch zu dem Preis. 34,86 Getex, haben wir bezahlt. Also Leute, das muss ich mal sagen, wir haben ja ein paar Mal jetzt ein bisschen gewartet, aber Getex ist richtig flink heute. Die sind flott heute. Genau. Aber die waren, also langsam waren die, glaube ich, noch. Nee, aber wir haben sie nicht immer gehabt. Aber heute flink und guter Preis. Top Sache. Genau, so. Durchaus auch mal bei solchen Börsen nachschauen. Genau, das kann sich lohnen. Damit haben wir jetzt in Christians Depot die Investor gekauft. Ich werde jetzt gleich im Anschluss noch die Softbank bei mir in das Depot kaufen und damit auch eurem Wunsch nicht entsprechen. Und wir sagen ansonsten auch noch, dass wir unsere nächste Sendung schon in der kommenden Woche haben. Die Pause, die wir jetzt zwischenzeitlich eingelegt haben, die ist jetzt vorbei. Nächste Sendung ist dann wieder mal eine Feedback-Sendung. Zu dieser könnt ihr euch im Grunde genommen jetzt schon auf der Internetseite von Echtgeld TV anmelden. Und wir sagen aus Berlin tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.